Es ist so lange her, dass ich wirklich Survival gespielt Vier habe. Also, Obsidian, zwei Diamanten und genau, hast du noch Bleibuch. zwei Diamanten? Einen. Dein Ernst? Mein Ernst. Sag nicht, uns fehlt ein scheiß verkackter Diamant. Es fehlt ein Kack, scheiß verkackter Diamant. Na, dann gehen wir wohl nochmal unter die Erde. Das kann nicht wahr sein. Voll Rio zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Varro-Folge, Folge Nummer 6, zusammen mit Andi. Hallo, hallo, oh, hallo, mein Join Freund. Server 3, 2, 1, go. Yay! Into the Madness. Yeah, wir waren hier und hatten ganz fleißig Diamanten gesammelt. War nicht gerade eben nicht hier noch jemand auf dem ja, Server? Ja, Vive war drauf, ist aber gegangen. Nein! Nein! Wir müssen mal gucken, dass uns jetzt keiner hinterher joint. Das würde ich mir viel mehr Sorgen machen. Aber so, Brustplatte machen? Stimmt, da waren wir stehen geblieben. Richtig. So. Ich hatte 9 und mir bleibt einer über. Genau. Du wolltest den nicht haben. Nee, du hast was eingebaut. Nee, du hast es. Warte, ich pack mal hier ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns mal woanders hinbewegen oder wollen wir hier unten noch ein bisschen weiterfahren? Also ich würde gerne an die Oberfläche gehen und mich woanders hin verziehen. Okay. Dann wobei, macht das in dieser Folge schon Sinn oder lieber in den nächsten? Aber ich meine, wir brauchen Sugarcane, ne? Da brauchen wir nicht drüber dumm rumreden. Ja, wir müssen eh hoch. Gut, dann let's go. Diamantspitzhacke hast du, ne? Die Diahacke? Wir hatten eine Diahacke? Ja, ja, hab ich. Haha, war ein Scherz. Alter, jag mir keinen Herzinfarkt ein. Ach, du hast sie zugebaut? Ja. Als ob das eine gute. Naja. Hast du auch die Fackeln bis oben weggenommen? Nö, aber ich hab's unten zugemacht. Nee. Alter, so, damit die Leute jetzt nicht mehr rummimimien, ich hatte das FOV die ganze Zeit auf 85, dann stellst du mal auf 90. Ja, jetzt steht es auf 90. Ist das nicht egal? Ja, dann sieht man mehr. Oh ja, so da ich ja so der PvP-Pro bin, wird mir das einen unglaublichen Vorteil verschaffen. Mit Sicherheit. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Aha. Oh, Avira meldet sich. Danke, Avira, für den Windows. So. Creeper! Wo, du Arsch? Oder? Vor dir. Ich hab's nur gehört. Ich war am Desktop wegen scheiß Avira. Holy shit. Meine Güte, hast du mich erschreckt. Das war auch... Wo geht's hier raus? Ja. Dieser... Ja. Hier sind mehr Workbencher, als wir gebaut haben. Sind das sicher alles unsere? Die Frage ist, wo geht's raus? Wir sollten ein Fackelprinzip einführen. Immer die Fackel rechts hinstellen oder sowas. Ich hab den Ausweg gefunden. Na gut. Bin ja sehr stolz auf dich. Mich so gut. Mhm. Wir so, brauchen noch neues Fleisch. Also ich hab nur noch zwei Fleisch. Ich hab ganz viel Essen. Angeber. Sammel es. Und da, ja, das ist aber nett von dir, lieb von dir, dass du das Fleisch auf den Boden kackst. Natürlich das sieht auch gar nicht aus wie eine braune Wurst, die du dann schmeißt. Extra frisch für dich. Mhm. Ja, lecker. Ich krieg die Überreste von Andi. Mhm. Oh. Sogar vorverdaut für dich. Ah, oh, super. Leichter bekömmlich. Das ist nett. So, lass uns Lava finden. Stimmt, du hast gesagt, beim Dorf wäre Lava gewesen. Ja, ich meine mich zu erinnern. Es kann auch sein, dass ich mich Gehen wir mal irre. In die Richtung zurück und wir müssen ja auch noch ein bisschen Sugar kennen. Und ja, die Leute hatten recht. In den Kommentaren, ja, die war aus Bedrock. Ich habe nochmal in der Aufnahme nachgeguckt von Varro 1. Was war jetzt Bedrock? Die Kuppel. War nicht so. Aus Glas. Okay. Nehmen wir, schlachte mal hier noch schnell einen Porkchop. Außer dich. Bitte mich nicht. Wie viel Holz hast du eigentlich noch? Also 20. Sollten wir 20 da Loks. Ein bisschen Lock. Okay. Ja. Nicht also, wir haben genug Holz. Ja, ja, das klingt so. Schafe. Alter, wie viele Schafe hier sind. Oh, Schweine. Puh. Wow, one shot, one jump, one kill. So wollte ich sagen. Und du meinst, beim Dorf wären ziemlich viele Leute? Rund um das Dorf waren wohl einige Leute, ja. Können wir Under the Dome nachspielen? Da ist das Dorf. Ich guck aber jetzt, weißt du, das Problem ist, wir brauchen, und das, da sehe ich unser größeres Problem, Sugarcane und irgendwie gibt es nichts mehr. Ja, das stimmt. Aber im Dorf meinten die Leute auch, also das sind Bücher? Nein, das sind keine Bücher. Da war ich ja schon drin, bin durch alle Häuser durchgelaufen. Wollen wir hier am Wasser entlang gehen? Warte, wir können ja gerne nochmal den Kontrollgang durchs Dorf machen. Ja, okay. Na, ich denke, wir können rennen, so viel Essen, wie wir haben. Ja, also, sagen wir so, wenn da Bücher drin sind, dann mache ich mir offiziell eine Blindenbinde auf den Skin. Wehe, wenn nicht. Ich werde das kontrollieren.
Wir machen das, mache ich dann auch. Aber hier sind keine Bücher. Hier können keine drin sein. Hier auch nicht. Hier sind keine drin. Hallo. Hier sind keine drin. Hier sind keine drin. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Tja. Also da waren auch nie welche. Und hier auch nicht. Putz. Balams. Nee, aber das stand auch öfters in den Kommentaren und so. Wir sollten doch bitte die Bücher aus dem Dorf mitnehmen. Da gab's keine. Wo bist du, Balduin? Im Dorf. Bei der Nähe der Kirche. Ich nicht mehr. Oh, nicht weinen. Alles gut. Andi möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Wo ist er denn? Da. Hallo. So, lass es hier mal lang gehen. Lass mal irgendwie versuchen, am Fluss entlang nach Sugarcane zu suchen, oder? Ja, ich meine da eigentlich jetzt rechts lang, hier so quasi. Ja, ich folge dir. Heimlich und unauffällig. Boah, das war knapp. Da bin ich über ein Loch drüber gesprungen und das war... Ne, weißt du Bescheid. Aber ich finde es ehrlich gesagt schade, dass nie jemand auf dem Server ist, wenn wir aufnehmen. Ja, irgendwie... Es ist ja nicht so, dass wir das extra abwarten würden, aber halt... Keine Ahnung. Ja, ein bisschen... Die Akku-Keule schwingen, ne? Ich hätte gerne einfach mal ein bisschen Nervenkitzel. Bin ja mal gespannt, wie es gelöst wird mit der Gamescom, wenn wir da noch leben sollten, was ich irgendwie nicht so ganz glaube, aber... Was ich aber hoffe. Zwei. Bist du hin? Ich bin am Fluss entlang. Wo bist du? Hallo? Also ich bin rechts vom Dorf, ne? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich dachte, du bist mir hinterhergelaufen. Lass uns mal beim Dorf treffen. Nein, ich bin schon viel weiter vom Dorf weg, warte. Ja, dann geh zum Dorf. Bist du mir gerade anfangs hinterhergelaufen? Ja, ein Stück. Und dann bin ich zum Wasser gelaufen und bin am Fluss entlang. Links oder rechts lang? Rechts, so wie du gelaufen bist. Nur halt am Fluss. Aber ich doch auch. Geh mal zum Fluss und dann... Hier ist so ein riesiges Meer und hinten sind so ein paar Inseln. Und hier ist ein Berg. So Hügel, ne? Naja, ein Berg. Ach, Andi. Ah, einmal mit Profis, weißt du? Einmal mit Profis. Lass uns nochmal zum Dorf zurück. Nein, warte da, wo du bist. Vielleicht sehe ich dich ja. Hallo? Hallo? Okay, er ist nicht hier, wo ich gedacht habe. Ja, lass uns beim Dorf treffen. Du das war geschickt von uns. Folgst du mir? Ja, ich folge dir. Ja, dann habe ich Schafe gesehen und war abgelenkt. Ich habe Lava. Auch ein Eimer. Wo bist du denn? Auch ein Eimer. Ja, gebe ich dir, wenn du mir sagst, wo du bist. Ich baue mir selber ein. Aber hier ist auch ein Block braune Wolle. Braune Wolle, ne, das war ich nicht. Wo ist der Kerl? Mir ist Lava. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Buch, dann können wir verzaubern. Yay. Oder nee, man braucht drei Obsidian, ne? Ja. Mist. Weißt du, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Hier ist ein See und da hinten ist der Berg. Und hier irgendwo hast du Lava gefunden. Hier in so einem Loch, bei brauner Wolle. Also du bist am See? Am Meer. Ah, hier rechts. Da ist er. Das andere rechts. Ich bin das andere rechts gelaufen, du Trottel. Also am Fluss entlang. Das hier ist das Meer. Du bist am Meer entlang gelaufen. Ich bin am... Ach, ist auch egal. Ja, ich habe Andi wieder. Ein Glück. Ich wollte schon weinen gehen. Ich geh weg. Aber hier hat es auch kein Sugarcane. Die Zuschauer haben geschrieben, wir sollen ja genug Flint und Federn einsammeln, damit wir Bögen haben. Da haben wir noch nicht mal einen Bogen. Ich wollte gerade sagen. Ah, das ist ein Huhn. Töten. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und manchmal und sonntags auch mal zwei. Vielleicht kommt die GEMA. Oh, harter Diss. Wieso Diss? Gegen die GEMA. Achso. Ich dachte, du meinst, es ist gegen dich. Nein. Hast du schon Sugarcane gefunden? Nee. Irgendwie ist das ziemlich scheiße. Hui. Fallschaden. Yay. Yay, ich auch. Das Problem ist, wir müssen mal so langsam wieder Fleisch braten, ne? Ich hab noch ganz viel. Muss nur herkommen. Ich glaube, ich habe da hinten Sugarcane gesehen. Wo? Links von dir. Sicher? Nein, nicht hundertprozentig, aber... Das sind Kakteen. Ja, das ist auch gut. Aber ich glaube, ich habe da unten Sugarcane gesehen. Ich guck mal eben. I come with you? Nein, ich möchte das alleine machen. Nein, hier ist kein Sugarcane, mein Friend. Where have you seen Sugarcane?
Ich weiß nicht, irgendwo hier. Ist aber nicht. War eine Fata Morgana. Ja, der Vater von Morgana. Ja, aber ganz hier am klar. Rand hat man vielleicht am ehesten die Chance, das zu finden. Wo noch nicht jeder hoch. War. Ja, also ums Dorf herum sind ja irgendwie sowieso viele, was klar war. Aber. Ah, hier ist auch schon direkt die Grenze wieder. Ah, ich hab Sugarcane. Oder hab ich? Hast du auch Hallos wie ich? Kaktusen. Weiß es nicht. Doch, ich hab Sugarcane. Yes. Wie viel? Genug? Keine Ahnung. Ich hab's nur gesehen. Ich weiß nicht, was es. Also wie viel. Ich weiß nur, dass da was war. 3 Stück. 3. Ja, da kommen wir nicht so weit mit. Ja, wieso? Ein Buch reicht doch. Ein Buch reicht für einen Verzauberungstisch? Natürlich. Wir müssen nur Level 1 verzaubern. Da brauchen wir noch ein. Oh, ich habe Lava gefunden. Oh. Brauchen Wasser. Ja, ich habe einen Eimer. Und ich habe Lava gefunden. Ja, nicht reinfallen am besten. Nicht? Ah! Oh nein, es ist ein Zombie. Hol mal Wasser. Ja, ich habe ja die Eimer. Dachte ich zumindest. Da habe ich. Jetzt wird's Nacht. Das ist jetzt nicht so schön. Oh, hier gibt's anderes Holz. Da können wir viel schönere Sachen mitbauen. Yay. Hol mal Wasser. Ja, hab ich doch schon. Schneller. Ja, soll ich doch noch einmal machen. Soll ich doch noch einmal, hä? Okay, rüber. Okay, meinst du, da ist direkt... Lass mich mal überprüfen, ob da nicht noch Lava drunter ist. Pass auf. Da irgendwie nicht gerade nicht so Bock zu, dass du mir da reinfällst. Ja, bau halt nicht drauf. Ab, auf was du stehst. Einfach. Okay. Also das da, meinst du, das kann ich... Ja, das kann ich abbauen. Oder? Ja. Also wir sehen uns dann in 5 Stunden wieder. Du kannst schon mal die Ofen aufbauen. Ich habe nämlich so viel Fleisch, das müsste mal gebraten werden. Nö, ich guck dir dabei zu. Er könnte sich auch nützlich machen, aber nein. Weißt du, warum auch? Ja? Das ist ein berühmter YouTuber, er hat das gar nicht nötig. Berühmt. Nicht? Hallo, Varo also, ist voll der... Also da muss ich schon mal schnauben. Wie schnauben? Kennst du dich, wenn du im Internet etwas Witziges findest, dann lachst du nicht, sondern machst du ja... Ach so. Ja. Ja, genau. Man schnäubt sich. Ja, okay. Also 3 Obsidian reicht? Ja. Ich habe gehört, hier gibt es irgendwie neuerdings diverse Portale in den Nether, weil jedes Mal, wenn man reinrennt, spawnt ein neues. Balui, Dingens. Dingens. Unten links kannst du, da kommt Eisen rein. Und die anderen sind alles Fleisch. Fleisch. Gib mal, dann brauchen wir noch Leder. Hast du ein Leder? Nein, Leder habe ich gar nicht. Brauchen wir Leder? Bleib mal da, ich komme nicht wieder. Meinst du, findest, wenn du mir stirbst, an Creepern oder sonst was, dann bring ich dich um. In real life. Droppen Hasen Leder? Die droppen dieses Hide. Ach ja, genau, die droppen dieses Hide. Ist das so ähnlich wie Leder? Ja, aus 4 von denen kann man Leder machen. Ah, viel Spaß. Und 2 Hasen getötet. Und? Wie viel Hides gekriegt? 1. Jetzt 2. Yay. Yeah. Du schaffst das, ich glaube an dich. Und ich fahre mal noch gleichzeitig Strings für Bögen. Pferde bringen noch Leder. Pferde, ja, stimmt. Stirb, du Esel, wenn du Pferd. Du solltest im Übrigen auch einen Eimer mit Wasser mit dir rumführen. Weil ich das sage. Okay. Einfach, weil du in Lava fällst oder sowas. Ich habe ein Leder übrigens. Sehr gut. Ich habe einen Hasen. We can make our Verzauberungstisch. Yes! Okay. Wir machen das aber auf Eisenschwerter, ne? Also nicht auf... Ich habe schon... Warte, wir brauchen... Mehr, wir brauchen 5. Oder warte mal. Doch, wir brauchen 5 Obsidian. Was? Sicher? Oder? Oder 2 Diamanten? Wie war denn das? Warte, ja, ich schau mal lieber schnell, nicht, dass wir irgendwie einen Verzauberungstisch falsch machen. Verzauberungstisch. Schon doof, wenn man die Standardrezepte nicht mehr im Kopf hat. Es ist so lange her, dass ich wirklich zu Weile gespielt habe. 4 Obsidian, 2 Diamanten und genau, hast du noch 2 Diamanten? Einen. Dein Ernst? Mein Ernst. Sag nicht, uns fehlt ein scheiß verkackter Diamant. Es fehlt ein kack scheiß verkackter Diamant. Ah, dann gehen wir wohl nochmal unter die Erde. Das kann nicht wahr sein. Bye, bye, Balui, bye.
Da kann ich nichts für. Das ist diesmal Andis Unfähigkeit. Was ich mir gesagt habe. Der hat gesagt, das reicht. Ja, dann pack mal alles wieder ein hier. Einpacken und los. Oh, meine Nerven. Tu mal, schmeiß mal alles weg, was wir nicht brauchen hier. Ja, wirfst doch gleich in die Lava. Nö, vielleicht freut sich einer an Cobblestone. So. Also alles wieder einpacken? Ja, einpacken und los. Nimm du erstmal das Fleisch raus. Oh, wir werden gleich gekickt. Schneller! Schnell, baus ab! Okay, aber alles gut. So, ja. Dann gehen wir in der nächsten Folge auf die Suche nach Diamanten. Nach dem letzten Diamanten, so eine Scheiße. Und danach werden wir das zaubern. Okay, genau, haut rein, macht's gut, tschüss!